Moin und herzlich willkommen hier auf dem Kanal der Aktienmensch. Mein Name ist Leroy und wie ihr das vielleicht hier um mich herum schon seht, es ist voll, denn ich bin vom Rhein-Energie-Stadion in Köln. Ich werde heute Köln gegen Wolfsburg gucken, denn die Kölner kämpfen um den Einzug in die Europa League und das ist richtig spannend. Das Stadion wird ausverkauft sein und ich werde euch heute mitnehmen, um euch zu zeigen, wie das denn als Rollstuhlfahrer so ist, in so eine Menschenmasse, in so ein Riesenstadion reinzugehen, was ich beachten muss, damit ich auch Spaß habe. Und ich würde sagen, wir gehen mal los. Ich habe mich extra hier auf die Wiese gestellt. Ich muss jetzt aber wieder zurück auf den Weg ins Getümmel und ich nehme euch mit. Let's go! Ich bin jetzt gerade auf der falschen Seite vom Stadion, um da reinzukommen. Und dafür wird mir aber die Bundesliga-Reiseführer-App helfen. Denn dort kann ich genau solche Sachen nachschauen. Ich kann genau sehen, okay, wenn ich jetzt hier draufklicke, der Rollstuhlfahrereingang ist auf der Ostseite. Das muss da genau einmal diagonal drüber sein. Aber die App ist wirklich hilfreich für jeden Menschen mit Behinderung. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr mal ins Stadion wollt, dann traut euch gerne, ladet die App einmal vorher runter. Dort gibt es eine Wheelmap, dort gibt es auch die barrierefreien Toiletten ausgeschildert. Alle Infos findet ihr in der Infobox. Und jetzt würde ich sagen, versuchen wir mal durch den Osteingang ins Stadion reinzukommen. Was tippst du denn, wie das Spiel ausgeht heute? Also ich glaube wirklich fest daran, dass der FC 2:0 gewinnen wird. Also ich als Kölner muss natürlich in so einem Spiel dem FC die Daumen drücken. Und ich würde sagen, die gewinnen, weil die haben die letzten Spiele alle richtig gut gespielt. Und ich hoffe, die schießen auch heute Tore, weil wenn hier ein Tor fällt, ne, da bebt das Stadion. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Okay, es wird jetzt zunehmend voller. Das heißt, ich bin auch schon sehr froh, den Eingang da hinten bereits zu sehen. Denn in dieser Menge, da gehe ich als Rollstuhlfahrer so niedrig sitzend auch einfach mal unter und sehe gar nicht mehr, wo ich hin muss. Deshalb freue ich mich da gleich ganz entspannt durch den Eingang zu kommen. Ich zeige euch jetzt mal, was ein Fußgänger in so einer Menschenmenge sieht. Und jetzt zeige ich euch, was ich als Rollstuhlfahrer sehe. Und genau hier ist der Eingang. Ein bisschen Schlange gibt es auch hier, aber das ist vollkommen in Ordnung. Bis hierhin ist alles ebenerdig gewesen. Und wie ihr sehen könnt, wird hier auch keine weitere Stufe kommen. Es gibt eine kleine Schlange, aber das ist vollkommen in Ordnung. Wir haben Zeit, wir sind vorbereitet. Danke fürs Streicheln und ich freue mich drauf. Es wird auch immer, die Stimmung wird auch immer aufgeheizt. Es sind jetzt ungefähr 20 Minuten noch, bis das Spiel losgeht. Ich habe so Bock und wir gehen jetzt rein. Das Geniale ist, dass mir in der App jetzt gerade sogar angezeigt wird, dass der Weg zu den Rollstuhlfahrerplätzen komplett ebenerdig ist. Das heißt, ich brauche mir gar keine Sorgen machen. Hallöchen, hi. Hier, ich habe einmal das erste Ticket hier. Und das zweite? Das zweite muss einmal zurückdrücken. Ja, halt mal dran. Der nicht da an. Ja, ganz frech, ne? Komm erstmal rein. Den lassen wir draußen stehen. Grüß dich auch. Ne? Danke dir. Ihr merkt, wir sind jetzt drin. Das heißt, es ist ziemlich laut, ziemlich hektisch, ziemlich voll. Aber ich versuche euch trotzdem mitzunehmen. Versuche euch nicht zu verlieren. Wenn wir hier durchgehen, dann kommen wir auch schon zum Stadioneingang. Hier sind direkt die ersten Behindertentoiletten. Die merke ich mir schon mal. Würde ich aber auch in der App finden. Und ich habe gerade schon einen kleinen Blick Richtung Stadion werfen können. Und ich sag's euch, das wird heute ein Hexenkessel. Das wird so geil. Ich bin richtig gespannt. Also vielleicht seht ihr das. Ich bin gerade eben von da hinten gekommen. Da ist der Eingang. Und bis hierhin sind es genau 20, 30 Meter. Also ist es so leicht gewesen für mich als Rollstuhlfahrer. Hier sind direkt die Plätze. Also auch ein großes Lob an den FC, wie die das hier organisieren für Menschen mit Behinderung. Großartig. Die Begleitperson kann direkt in der Reihe davor sitzen. Das heißt, man kann während dem Spiel auch reden. Ich werde euch das gleich auch zeigen. Und ich würde sagen, jetzt gehe ich auf meinen Platz. Oder hole ich mir erst eine Bratwurst. Ich gehe erstmal auf den Platz. So, von hier aus werde ich das Spiel heute beobachten. Ich freue mich drauf.
kurzer Zwischenstand, Freunde. Es steht 0-1. Es ist jetzt Halbzeit. Das sieht nicht gut aus, ja. Also, das haben sich die Köln-Fans definitiv anders überlegt, anders vorgestellt, ich inklusive. Und die Stimmung ist ziemlich gedrückt. Vorne da hinten das Stadion und hier direkt ist das Behinderten-WC. Das heißt, ich gehe jetzt kurz mal auf Toilette, es ist Halbzeit und das ist der kürzeste Weg, den ich mir nur vorstellen kann. Noch 5 Minuten zu spielen, wir liegen weiter in 0-1 hin. Sieht nicht gut aus. Überhaupt nicht. Ja, Freunde, das Spiel haben wir leider verloren. Und die Fans haben sich danach trotzdem gedacht, weil das so eine geile Saison war, stürmen wir alle aufs Feld. Ist nicht ganz erlaubt, aber es ist trotzdem ein super schönes Bild. Auch wenn man verliert, kann man hier in Köln trotzdem feiern. Und ich muss sagen, mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ich habe super Plätze gehabt. Normalerweise ist auch dieser Zaun nicht da und mit dieser App hat das auch sehr gut funktioniert. Also ein Stück von dem Rasen. Ach, vielen lieben Dank. Guck mal, habe ich noch ein Stück Rasen bekommen. Also meine Stimme, ihr hört es auch, ich habe ordentlich Gas gegeben, ich habe die Mannschaft angefeuert. Es hat am Ende nicht ganz gereicht. Trotzdem, alle sind recht zufrieden, sind happy und freuen sich aufs nächste Jahr. Freunde, das war es jetzt auch mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Fragen habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Und vergesst natürlich nicht, den Kanal der Aktion Mensch zu abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder.